Wir sind zu Gast im niedersächsischen Forstamt Saupark. Neben mir steht Jochen Menzel, Forstamtsleiter. Herr Menzel, die Jachten im Saupark haben eine lange Tradition. Wie verhält es sich damit? Ja, in der Tat, es sind 160 Jahre. Die Anlage hier, der Mauerpark und das Jagdschloss wurden zwischen 1836 und 1839 gebaut, dienten zunächst ihren Erbauern, den Königen von Hannover, als Hofjachtrevier. Wir sind hier 25 Kilometer von der ehemaligen Residenzstadt entfernt, also relativ nahegelegen. Und hatten dann in der Folge eine durchaus wechselvolle Geschichte. Die hannoverschen Könige hatten nicht so furchtbar lange was von ihrem Sonderjachtgebiet. Sie wurden ja 1866 schon durch die preußischen Könige und dieselben Herren dann in ihrer neuen Eigenschaft als deutsche Kaiser nach 1871 abgelöst. Aus der Zeit, aus der sogenannten Kaiserzeit, kommt im Grunde auch die Berühmtheit der Anlage. Dann waren Gäste des Kaisers, der politischen Bedeutung entsprechend, aus ganz Europa hier eingeladen. Und diese für den Saupark sicherlich glanzvollste Zeit, wenn man das mal so sagen darf, endete dann mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Nach dem Ersten Krieg sollte die Anlage, was den Mauerpark betrifft, geschleift werden. Das Haupthaus hier, das Jagdschloss, wurde Kinderheim und später Krankenhaus. Und wie wir heute wissen, es kam nicht zur Umsetzung dieses Beschlusses. Die Mauer steht heute noch. Manche Dinge haben ja auch ihre Art eigene Zähigkeit, die Geschichte zu überleben. Und nach 1933 hatte die Jacht dann wieder, wie wir alle wissen, einen anderen Stellenwert. Hermann Göring war Jachtherr hier dann im Saupark. 4 oder 5 Mal, soweit meine Aufzeichnungen das hergeben, ist er als Jachtherr hier aufgetreten. Der Saupark hatte nicht so sein herausragendes Interesse. Seine Interessen lagen mehr im deutschen Osten. Ja, mehr im deutschen Osten. Und nach dem Zweiten Kriege waren dann immer die jeweiligen Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen Jachtherren hier im Saupark, bemerkenswerterweise unabhängig welcher politischen Couleur und auch unabhängig davon, ob sie selber persönlich Jäger waren oder nicht. Heute, seit 8 Jahren, ist es so, dass der Landwirtschaftsminister des Landes Niedersachsen, der auch für die Jagd zuständig ist, der auch fachlich für die Jagd zuständig ist, Jachtherr hier im Saupark ist. Die Mauer hat ja noch eine ganz bestimmte Geschichte. Soweit man erfahren konnte, ist sie ja mehr aus Wildschadensgründen errichtet worden. Da gab es ja so einen sagenumwobenen Prozess zu einer Zeit, wo das unüblich war. Richtig. Stimmt genau, wie Sie es dargestellt haben. Ursprung des Ganzen war ein Streit. Und zwar auch weit vor dem Bau der Sauparkmauer waren die Gebiete hier großer und kleiner Deister vor den Toren der Residenzstadt besondere Jachtgebiete des Königshauses, verbunden mit hohen Wildbeständen, verbunden auch wiederum mit hohen Belastungen für die hier ackerbautreibende Bevölkerung, weil dann nächtens die königlichen Hirschrudel und Saurotten aus den Bergen hinabstiegen und die Felder verwüsteten und damals ohne Wildschadensregel. Das gab Ärger und führte ungefähr um 1760 herum dazu, dass eine hier heute noch ansässige Familie von Wedemeyer, sozusagen die Nase voll hatte und das Königshaus verklagte. Das war für einen adligen Rittergutsbesitzer eine unerhörte Tat, dass er seinen König verklagte, aber man machte das. Und interessant war, der Prozess dauerte sage und schreibe 47 Jahre, also Justitias Mühlen ging auch damals schon langsam und endete mit einem Sieg des Klägers. Die Familie erhielt eine erhebliche Wildschadensersatzleistung vom Oberappellationsgericht in Celle zugesprochen und dieser Ärger, den man miteinander gehabt hatte, war Einstieg in die Überlegung, wie können wir das künftig auseinanderhalten. Die Überlegung, königliches Wild vom Bauernland fernzuhalten, führte schließlich 1836 zum Bau der Mauer. Nach 3-jähriger Bauzeit umschloss die 2,20 Meter hohe und 16 Kilometer lange Kalksteinmauer damals ein Waldgebiet von 1600 Hektar. Auch ein Dank an Herrn Forstdirektor Menzel. Jagdherr des niedersächsischen Forstamts Springe ist der Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten von Niedersachsen, Uwe Bartels. Zu Beginn der Jagd begrüßt er seine Gäste. Aber heute Mittag wieder hier dabei sein können. Eine Jacht im Saupark Springe ist eine Gesellschaftsjacht in dieser Form und muss sehr subtil vorbereitet werden.
Jochen Menzel ist nicht nur Leiter des Niedersächsischen Forstamtes Saupark, sondern auch Yachtleiter heute. Herr Menzel, wie läuft diese Yacht im Einzelnen ab? Ja, das wird bei einem Blick auf die Karte vielleicht am besten deutlich. Hier die dunkelgrüne Linie zeigt den Verlauf der Sauparkmauer. Sie umfasst ein Gebiet mit 16 Kilometer Länge, ein Gebiet von ca. 1200 Hektar. Und die roten Punkte, die hier über die Karte mehr oder weniger gleichmäßig verteilt sind, markieren die Stände. Es sind etwa 80 bis 90. Und während des Yachttages läuft die Sache so ab, dass der Park grob in drei Drittel geteilt ist. Wir entscheiden jeweils wenige Tage vor dem Jagdtag, welche der zwei von den drei Dritteln an diesem Tage bejagt werden. Herr Menzel, welche Hunderassen kommen in den einzelnen Treibergruppen zum Einsatz? Es ist ein relativ buntes Gemisch an Hunderassen, denn es kommt sehr viel mehr auf die Individualität des einzelnen Hundes an, als auf die Rassezugehörigkeit, ob er diesem Geschäft gewachsen ist, ob er das kann oder nicht. Aber gleichwohl ist es so, dass schon bei dem deutschen Yachtterrier, altbekannte Saujägerrasse, ein gewisser Schwerpunkt liegt. Herr Menzel, besten Dank. Sie haben viel zu tun. Sie müssen sich Ihren Gästen widmen. Und ich wünsche gutes Gelingen und Weidmannsheil. Weidmannsheil. Danke. 35 Schützen werden jeweils von einem Jagdführer begleitet. Die Führer sind Forstleute des Forstamtes Springe und mit den Revieren im Saupark bestens vertraut. Sie bringen die Schützen zu den zugeteilten Ständen und unterstützen sie während der Jagd beim Ansprechen. Der Schussbereich wird durch grüne Abschnitte auf einer Scheibe markiert. Hier also 360 Grad. In einer Buchennaturverjüngung liegt der Stand von Wolfgang Hergt. Sind die Schützen platziert, machen sich die Treibergruppen für ihren Einsatz bereit. Mehrere kleine Gruppen sind einem bestimmten Revierteil oder einem Einstandsgebiet zugeteilt, den sie permanent beunruhigen. Hopp, 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 hopp! Ja, da wollen wir mal hingucken. Hier ist ein schöner Frischling. Udo Tesmer, Leiter des Reviers Jägerhaus, führt seine Gruppe mit der nötigen Ruhe und achtet darauf, dass kein Treiber den Anschluss verliert. Das geht auch nicht. Holla! Ein Muffelschaf mit Lamm wird auf die Läufe gebracht. Niederläufige Hunde, wie diese Dachsbracke, sind besonders gut geeignet, da sie in mäßigem Tempo dem Wild auf der Fährte bleiben. Ein Terrier hat in der Buchendickung einen Überläufer hochgemacht. Ein Dammtier mit Kalb hat sich in das Brombeerdickicht gedrückt. Der Frischling lag im Knall. Wolfgang Hergt hat nicht so viel Glück. Zwar hat er eine Rotte Sauen im Anblick, aber zu weit, um einen sauberen Schuss antragen zu können. Rechtzeitig zum Essen ist der Yachtherr der Yacht im Saupark eingetroffen. Niedersachsens Landwirtschaftsminister Uwe Wadels, herzlich willkommen oder vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Ja. Herr Wadels, Sie sind Yachtherr, früher war es der Ministerpräsident. Was bedeutet für Sie die Yacht im Saupark? Also Yacht im Saupark heißt Fortsetzung einer unwahrscheinlich langen Tradition, die sich hier mit dieser Yacht in diesem ummauerten Saupark verbindet. Diese Tradition setze ich gerne fort, weil das Land Niedersachsen schon in der Vergangenheit immer diesen Saupark auch genutzt hat, um viele Yachtgäste hierher zu führen, Menschen zusammenzuführen
und sozusagen auch die Yacht zu nutzen für diplomatische, früher hochdiplomatische Angelegenheiten, jetzt etwas weniger, sondern sehr handfeste Interessen, die wir natürlich auch haben bei dem einen oder anderen Yachtgast. Und deshalb kommt der Minister natürlich auch, wenn er nicht Yachtherr ist, nicht Jäger ist, Yachtherr ja, kommt hierher, um dann mit den Yachtgästen auch zu sprechen. Was bedeutet für Sie die Yacht? Also ich habe ein außerordentlich positives Verhältnis zur Jagd. Wenn ich meinen Lebenstraum hätte erfüllen können und Förster geworden wäre, wäre ich automatisch Jäger gewesen. Da sich das nicht erfüllt hat, ich aber dazu auch keinen Anlauf unternehmen konnte. Deshalb habe ich jetzt keinen Yachtschein. Also Yacht bedeutet für mich, eine alte Kulturtradition miterleben zu können, dabei sein zu können. Und deshalb nutze ich auch immer die Gelegenheit bei jachtlichen Einladungen, die ich ausspreche, aber auch wenn ich von anderen eingeladen werde, mitzugehen, mir das anzuschauen, Gespräche zu führen und mich einfach wohlzufühlen. Vielen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen guten Appetit beim Schlüsseltreiben. Ja, danke sehr, ebenfalls. Liebe Zuschauer, neben mir steht Wilhelm Puchmüller, ehemaliger Zuchtwart des Vereins Hirschmann. Er ist hier im Saupark verantwortlich für die anfallenden Nachsuchungen und er wird uns jetzt erläutern, wie das präzise organisiert wird. Herr Puchmüller, wie funktioniert das? Jeder Jagdbegleiter, der einen Schützen auf den Stand begleitet, ist auch verantwortlich für die Meldung eines Anschusses. Wenn ein Stück Wild nicht im Feuer liegt, wird dieses auf einem Zettel, den er vorher ausgehändigt bekommt, vermerkt mit einer Skizze und genauer Beschreibung, Kaliber, Schusszeichen, alles das, was wichtig ist für die spätere Nachsuche. Dieses wird mir dann nach jedem Treiben abgeliefert, dieser Zettel, und ich vermerke dieses auf einer vorbereiteten Karte mit Nadeln. Mhm. Einer Revierkarte, wo auch die Stände eingezeichnet sind und mit Nadeln, die dieses signalisieren. Die Nadeln haben verschiedene Farben, zum Beispiel Schwarz-Schwarzwild, Rot-Rotwild oder Gelb-Muffelwild, sodass kein Anschuss verloren geht, sodass jeder Anschuss sicher aufgesucht wird und von einem zuverlässigen Hund in der weiteren Folge des Tages oder am nächsten Tag auch dann nachgesucht, jedes Stück nachgesucht werden kann. Puchmüller, besten Dank. Ich wünsche Ihnen Suchenglück und Waldmanns Heil. Im zweiten Treiben wird es richtig spannend. Karl-Heinz Beetz bekommt eine Rotte Sauen mit vielen Überläufern und Frischlingen in Anblick. Allerdings auf 150 Meter, sodass sich ein Schuss verbietet. Doch dann wird es in der nahen Dickung unruhig. Eine Rotte wechselt an. Kugel sitzt im Leben. Eine stärkere Sau, wohl mehr als ein Überläufer. Alles Schwarzwild über 50 Kilogramm wird geschont. Der in der Buchenverjüngung beschossene Überläufer wird geborgen. Eine gute Strecke für Karl-Heinz Beetz. Ein weiterer Überläufer. Hier ist Lungenschweiß. Ja, ja. Und was tut sich bei Wolfgang Hergt? Sein Stand ist ideal. Vor sich ein Kulturzaun mit einem Durchlass für Saunen. Zuerst zeigt sich eine stärkere Bache. Dann ein mittlerer Keiler. Ja.
Vertraut hat ein Dammhirsch seinen Einstand verlassen. Ein versprengter Streifenfrischling orientiert sich auf dem Wechsel zum nächsten Einstand. Vorsichtig sichernd zieht der Hirsch zurück. Kurz vor Ende des Treibens gelingt es dem Schützen doch noch, ein passendes Stück Wild zu erlegen. Neben mir steht Wolfgang Hergt. Wir haben ihn heute den gesamten Tag mit der Kamera auf seinen Ständen begleitet. Herr Hergt, Sie sind im Tierschutz engagiert, intensiv, schon lange. Warum haben Sie eine Einladung hier in den Saupark bekommen? Als Vorsitzender eines großen Tierschutzvereins bin ich irgendwann auch mal in den Niedersächsischen Tierschutzbeirat gewählt worden. Der untersteht auch dem heute einladenden Minister. Ich mache die Seehundzählung für das Land Niedersachsen mit meinem Flieger. Habe von daher immer ständig Kontakt zu den Jagdbehörden. Der Seehund unterliegt ja auch dem Jagdrecht. Und der Jäger hat sehr viel Schutzfunktion, und Tierschutz und Jagd widersprechen sich in keiner Form. In welchem Tierschutzverein sind Sie tätig? Ich bin Vorstandsvorsitzender im Tierschutz Osnabrück und Umgebung e.V. Ich sage das mal von 1875, also eine langjährige Tradition des Tierschutzes in Osnabrück. Und ich sehe, wie ich eben schon ausführte, keinen Widerspruch, denn auf der Jagd erzeugtes tierisches Eiweiß, da haben die Tiere alle mal besser gelebt, als wenn sie vorher in einer Intensivhaltung gelebt haben. Und vor dem Hintergrund vertrete ich die Jagd und unterstütze die Jagd. Wie sieht es denn mit Ihren Mitgliedern aus? Denken die ähnlich? Wir haben das bei uns im Tierschutz hinbekommen, dass dort realistischer Tierschutz betrieben wird, dass man also auch die Jagd nicht verteufelt. Man geht kritisch an die Sache heran. Den Mitgliedern das immer nahe zu bringen, ist etwas schwierig. Aber ich sehe das als ganz wesentlichen Bestandteil meiner Arbeit, auch für die Jagd zu werben, und zwar für die Jagd, so wie sie hier heute zum Beispiel durchgeführt wurde. Wir wollen uns wünschen, dass es noch mehr Leute gibt, die aktiv in der Weise im Tierschutz tätig sind und Jagd und Tierschutz unter einen Hut bringen können. Besten Dank. Nicht dafür. Ein stimmungsvoller Abschluss rundet den schönen Tag ab. Doch, halt mal Zeit. Tut mir leid. Die Jagd war erfolgreich. Zur Strecke kamen 2 Stück Dammwild, 46 Sauen, 1 Reh und 4 Füchse.